was das verbringen wollen, dann gibt es... Ich kann keine Noten, das habe ich nicht gelernt, aber auf den Notenblättern steht ja der Text mit. Und von dem her, es wird schon passen, denke ich. Philipp, glaube ich, wird das als großes Erlebnis wahrnehmen, dass er mal plötzlich so richtig, also so richtig Musik macht. Mir ist wieder ein Lied ausgesucht, das einfach zu mir passt. Und ich meine, Stevie Wonder ist für mich ein Gott, für mich musikalisch. Das ist auch eher mein Stil. Das geht in die Soul-Schiene. Das ist eher soulig mit Big Band verbunden. Das ist einfach was Neues. Und das möchte ich den Leuten auch zeigen. Einfach was Neues. Einfach, dass die Leute sehen, wow, so geht es auch. Philipp wird uns alle wieder überraschen, weil er natürlich Big Band in einem 2004-Sound verpacken wird und das auf seine ganz spezielle Philipp-Big-Band-Art machen wird. Das ist ja ein Gesangswettbewerb, ich will den Leuten beweisen, dass ich es einfach kann. Und das ist mein Ziel auch, wenn es, was jetzt kommt, ist einfach, ich möchte einfach hier meinen Platz erkämpfen. Ein bisschen üben noch. Ich habe in meinem Leben noch nie großartig gekämpft, also um etwas. Außer zu meiner Familie und meinem Sohn, und jetzt kommt einfach das hier auch noch dazu. Und ich möchte nicht gehen halt. Ich möchte einfach gut sein und möchte performen. Ja, ich möchte, dass die Leute irgendwann sagen, boah, der Junge hat's drauf. Ja. Und jetzt kommt er mit dem Frank Sinatra Song for Once in My Life, Philipp. Aber er orientiert sich an der Version von Stevie Wonder. Philipp sagt, dieses Lied bereitet ihm Glücksgefühle und gute Laune. Und da eigentlich Glück, Glücksgefühle und gute Laune schon die Beinamen von Philipp sind, könnte man es treffender nicht formulieren. Deswegen begrüßen Sie jetzt mit einem ganz, ganz großen Applaus unseren vom Beatboxer zum Sänger jetzt vor der Big Band sich behauptenden Philipp! Dankeschön, Dankeschön. Danke. Band. So. Lieber Philipp. Trockener Mund. Lieber Philipp. Thank you. Aber wartet, die Band, das gilt für die Band jetzt. Das ist für die Band. Für die Band. Philipp, als wir
Als wir in München damals sagten, gib dem Mann eine zweite Chance, hat er keiner geahnt, was aus dir werden wird. Das war ja dein erster Gesamteindruck, war klasse damals. Und ich selbst, als ich heute hierher gefahren bin, habe ich so ein bisschen, als ich an dich und Big Band gedacht habe, so ein bisschen Schweiß gewagert. Menschenskinder, was macht er? Aber was ich heute Abend gesehen habe, war, dass du mit Pop, mit Rock, mit Swing, du gibst dem Ganzen deine eigene Note. Und wenn ich da hinten diese alten Profis sehe, den Mario, den Schlagzeuger da, die Trompete und die Saxophonisten und den Lilo, wie die mitgeswingt haben, die haben für dich gespielt, hundertprozentig. War große Klasse. Philipp, du hast während des Auftritts richtig so, du hast so ein riesen Lächeln, dass man so, das war so klar zu sehen, dass du diese Herausforderung mit Big Band so richtig genossen hast. Und diese Lächeln war nicht nur an deinem Gesicht zu sehen, sondern in der Stimme auch zu hören. Ich finde, deine Stimme hat so volle Freude geklungen und man hat richtig gehört, dass es dir Spaß macht. Und jetzt darf man eigentlich nicht mehr sagen, der Beatboxer, der singen kann, sondern der Sänger, der auch Beatbox machen kann. Dankeschön. Ich hab's geschafft, mein Ziel. Ja, Philipp, ich glaube, du hattest am ehesten die Hose voll heute Abend vor diesem Motto. Aber ja, so kann man das natürlich auch machen wie du heute Abend. Also du hast natürlich schon eine Ähnlichkeit mit Stevie Wonder, so ein bisschen dieses Zittrige in der Stimme, hast dich sehr konzentriert auf das, was du da performt hast. Wenn es oben rausging, so mit den Tönen, warst du am Limit, aber noch, sagen wir mal, innerhalb der Leitplanken. Du hast selber gesagt, ich möchte nicht, dass ich gehe. Ich möchte das ja auch nicht. Es war ein sehr guter Auftritt und ich wünschte, Stevie Wonder hätte den sehen können. Ja, ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast. Auf jeden Fall, du hast dir wirklich den richtigen Titel ausgesucht. Weil man die sagen jetzt immer, ja toll, der Band, danke, ja. Aber ich finde, bei diesem Titel war natürlich das Arrangement, also irgendjemand hat sich das ja von denen da ausgedacht, also das Arrangement von der Nummer war wirklich geil, weil das irgendwie abging und so. Und was mir super gut gefallen hat, ja, dass ich hoffe, dass das auch draußen rübergekommen ist. Also das fand ich echt, war Unterhaltung. Und das Unterhaltung, wir wollen uns ja alle unterhalten lassen im Fernsehen. Du hast die Leute hier im Saal und draußen wirklich super unterhalten. Das ist klasse. Okay. Philipp, ich hab Gänsehaut. Junge. Das hast du toll gemacht, wirklich. Und jetzt hörst du auf, immer zu sagen, dass es dir schlecht ist vor der Sendung. Ja, mir ist halt immer schwindelig und Kotzgefühl. Und Aber wenn wir gerade bei Gefühlen sind, wie sieht es jetzt aus mit den Glücksgefühlen? Es hat auf jeden Fall Riesenspaß gemacht mit der Band. Und Thomas Buck hat recht gehabt, es ist eine Herausforderung für mich gewesen. Und ich habe mich tierisch darauf gefreut. Und jetzt nochmal Kompliment an Lilo Skrimali. Der hat nämlich das Arrangement geschrieben. Dankeschön, Lilo. Wer natürlich auch sehr glücklich war, ist deine bessere Hälfte, aber wahrscheinlich auch der Nachwuchs zu Hause. Hättest du jemals, du hast es selber gesagt, mit dem Kämpfen, der Kleine, wenn er das irgendwann mal später sieht, der wird wahrscheinlich sehr, sehr stolz sein, du bist wahrscheinlich auch richtig stolz auf dich. Hättest du das jemals gedacht, dass es so gut klappen wird hier alles? Am Anfang war ich einfach skeptisch und jetzt mittlerweile sehe ich, wie die Leute reagieren und das gibt mir sehr viel Kraft und ich möchte so viel zurückgeben und deshalb, ich will meinen Platz hier auch kämpfen, wie gesagt, und für euch und für meine Familie. Das hat und geklappt. Für alle, die... Vielen herzlichen Dank. Philipp!